Als nächstes teste ich die Ausrüstung. Das erste, was ich checke, ist das Distillier-Jacket. Das bedeutet, ich nehme hier dieses Inflator-Ventil und drücke auf den roten Knopf. Das bedeutet, dass ich Luft in das Jacket reinpumpe. Ich pumpe es komplett auf, bis hier das Überdruckventil aufgeht. Das möchte ich prüfen. Das heißt, ich möchte prüfen, ob im Zweifelsfalle, wenn da auch unkontrolliert Luft ins Jacket eingeblasen wird, dass das Überdruckventil aufgeht und die überschüssige Luft ablässt, sodass es unter Wasser nicht platzt. Das wäre ziemlich schlimm, wenn das Tarier-Jacket platzen würde unter Wasser, weil dann kann ich nicht mehr gescheit den Auftrieb herstellen und das wäre gefährlich. Und deswegen muss ich testen, dass dieses Ventil gleich aufgeht. Das hört ihr, wenn die Frequenz sich ändert, und zwar die wird dann etwas höher. Bitte achtet darauf. Jetzt ist das Jacket komplett aufgeblasen und jetzt werde ich die Öffnungsventile prüfen. Das heißt, als erstes nehme ich dieses Ventil, drücke kurz drauf, die Luft geht ab und schließt auch wieder. Als nächstes habe ich hier oben einen Hebel, den ich drücken kann, lässt ab und schließt. Ich kann auch hier halten und hier halten und ziehen. Auch hier geht die Luft ab. Hier geht ein Seil von hier nach oben und zieht durch den Zug hier das Ventil auf. Dann habe ich weitere Ventile, die ich teste. Dafür drehe ich die Flasche zu euch. Ich habe hier oben ein Ventil. Da kann ich an dieser Schnur ziehen. Lässt die Luft raus und schließt wieder. Und ich habe hier unten ein Ventil mit einem Mechanismus, an dem ich ziehe. Und die Luft geht rauf und es schließt auch. Manche Jackets haben auch auf der anderen Seite noch ein Ventil, dieses nicht. Das müsste ich dann entsprechend auch überprüfen. Damit ist das Jacket kontrolliert. Ich kann jetzt wieder etwas Luft ablassen. Als nächstes überprüfe ich die Atemregler, ob die gut funktionieren. Ich nehme jetzt hier den Hauptatemregler, wir können aber auch mit der alternativen Luftversorgung beginnen, das ist egal. Das erste, was ich mache, ist, dass ich nochmal kurz die Luftdusche drücke, um zu gucken, wenn hier ein Fremdkörper ist, dass der ausgeblasen wird. So, wenn was drin wäre, wäre er jetzt draußen im besten Falle. Um jetzt doch noch einen Rest auch noch auszublasen, wird mein erster Atemzug keine Einatmung sein, sondern eine kräftige Ausatmung, sodass mir hier dann aus den Austrittsöffnungen dann möglicherweise dann auch noch etwas ausgeblasen wird. Ich mache euch das jetzt übertrieben einmal vor. Das wäre dieser kräftige Luftstoß. Jetzt kann ich ein- und ausatmen und gucken, ob der Atemregler funktioniert. Er funktioniert einwandfrei, ich kriege leicht Luft, das ist kein Problem. Als nächstes prüfe ich, ob die erste Stufe in Ordnung ist. Und das mache ich, indem ich gleich nochmal atmen werde und auf den Finimeter schaue. Dort darf sich diese Nadel nicht bewegen. Wenn die sich stark bewegt, ist etwas mit der ersten Stufe nicht in Ordnung. Sie steht vollständig still. Und damit ist die erste Stufe in Ordnung. Dann kann ich den Finimeter wieder weglegen. Den Hauptregler lege ich jetzt zur Seite und nehme mir die alternative Luftversorgung und teste die jetzt auch auf die Funktion. Hier mache ich das Gleiche. Ich gehe jetzt nur auf die Luftdusche und blase eventuell etwas aus, ein Fremdkörper, und blase kräftig rein, bevor ich einatme, um eventuell auch noch etwas auszustoßen. Der Atemregler funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich ihn zur Seite legen. Damit ist das Gerät getestet, es funktioniert, es bläst nirgends was ab, alle Ventile funktionieren, alle Atemregler funktionieren. Und damit kann ich das jetzt auf den Rücken legen, damit es stabil ist. Lasst es bitte nicht so stehen,
sondern legt es auf den Rücken, dann kann die Flasche nicht umfallen, weil diese Tendenz besteht. Und wenn man das auf den Fuß kriegt, ist das sehr angenehm. Ich mache jetzt hier erstmal die Seitenteile auf und lege jetzt die einzelnen Schläuche hier in die Mitte rein. Nehme das Wassergerät an den Schultergurten, lege es auf den Rücken und lasse es zur Seite fallen. Somit sind die Atemregler hier etwas geschützt und die Flasche liegt stabil, kann niemandem auf den Fuß fallen und damit kann ich das so jetzt auch liegen lassen.